Warum nicht? Was ist los, Moro? Ah, hier ist es. Hier ist es. Perfekt. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der Hand. Auf der anderen Seite, ja. Ja. Ah, irgendwie nicht da. Es ist schwer zu glauben, dass die Horadrim einen Ort wie diesen aufsieht. Wie es mir so geht, mir geht's gut. Abendessen hatte ich nicht. Ich hatte Mittag. Sieht halt nicht mehr so blutig aus halt, weil das jetzt Giftschaden macht. Eher so eine grüne, hässliche Grütze, die da rauskommt. Als würde so eine vergammelte Leiche explodieren. Aber vom Schaden her ist es auch ganz nett. Macht halt immer einen Giftschaden. Ich benötige Essenz. Schon. Langsam. Der geht drauf. Ja, das ist down. Lassen ja überhaupt noch nichts fallen, die Viecher. Nee. Wir müssen unseren Verstand einsetzen, um ihn zu besiegen. Der Verstand ist die stärkste Waffe. Ihr habt recht. Wir werden auf viele Listen gepasst sein, die unser Dach. Verfault und verrottet. Ich glaube, da kann man auch echt nette Kombinationen machen, wenn man mehrere Totenbeschwörer mit in der Gruppe hat. Der eine das mitnimmt, der eine macht den Fluch und der eine spielt mit Minions, der andere mit Gift oder so. Oder mit Knochenzauber. Ich glaube, da sind nette Sachen möglich. Oder halt so eine riesen Armee machen mit drei Totenbeschwörern. Wo viele Skelette wieder rumlaufen. Lass mich das Blut jetzt finden. Na, da ist es. Jawohl. Gleich. Das ging flott. Wir haben Kultsarchive gefunden. Sie waren merkwürdig leer zu Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Es war töricht, etwas anderes zu erwarten. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren, und doch müssen wir vorwärts schreiten. Immer vorwärts schreiten. Das Varus Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen, der die Engel schon oft im ewigen Konflikt in den Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel im dämonischen... Meine Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Weißt du, ja schon da. Wir wissen doch beide, Lügner, dass ihr uns bei der ersten Gelegenheit... Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. Hier ist doch schon aktiv, Mensch.
ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Und das Leer. Ich weiß, als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen. Kaiser Hakan, was macht ihr denn hier? Gut, alle sind hier. Ich komme, um euch mitzuteilen, dass ich Belial gefunden habe und bereit bin, euch zu ihm zu führen. Wirklich? Gut und schön. Aber zuerst muss ich wieder zusammengesetzt werden. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Vergesst nur nicht den euren. Ja. Erstmal kurz in die Stadt. Können wir mein Inventar nochmal leer machen. Hey, verehrter Herr. Hätte ich gesagt, neues Tagebuch? Nö. Hier solltet sie euch mal ansehen. Kann schon mal was. Frei gewesen ist, was ich anziehen kann. Gürtel. Und nochmal tragen. Lense. Oh ja, das sollte ich auch mal updaten. Mit Zweihand-Sensor oder Einhand? Zweihand, egal. Ups. Bin eh nicht so im Nahkampf. Das noch. Rote Schultern jetzt. Das war's. Der Rest kann weg. Und hier. Nee, das. Okay. Rest kann weg. Geld. Jetzt habe ich das eine Legendary verkauft. Das hätte ich auch noch auseinandernehmen können. Hm. Sind eh nur Low-Level Items. Das ist eh nicht so wichtig. Oh. Gibt noch Rückkauf. Aber auch nicht. Hinter diesen Portalen befinden sich zwei Relikte, die einst von meinem Blut betrieben wurden. Nehmt die Violen, die ihr gefunden habt, und aktiviert mit ihnen die Relikte. Ich werde hier bleiben und das Ritual vorbereiten. Engel sind nicht besser als Dämonen. Wusstet ihr, dass sie einmal darüber abgestimmt haben, die gesamte Menschheit zu vernichten? Nur eine Stimme hat unsere Art vor der Vernichtung bewahrt. Tyrael. Ja, was auch immer er noch sein mag, er ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und an Ausrottung ist nichts gerecht. Da hat er recht, der gute Tyrael. Aber jetzt ist er ja leider kein Erzengel mehr. Jetzt ist er nur noch ein sterblicher und hat nichts mehr drauf. So, mal gucken, ob ich hier jetzt auch Glück habe und die Wege heute schneller finde. Damit wir auch hier den Akt 2 abschließen können. Ich bitte euch. Geht aber weiter. Irgendwas blockiert mich hier immer. Vorsicht, fliegen! Was für eine monströse Kreatur! Monströse Sauerei, meinst du wohl eher? So. Ich habe übrigens heute den neuen Trailer von der neuen Marvel-Serie, Inhumans. Inhumans kommt. Oh. Bin mal gespannt, wie die Serie wird. Und ob die von S.H.I.E.L.D. da auch eine Rolle mitspielen werden.
Die ersten Episoden sollen recht umfangreich gedreht worden. Also umfangreich und professionell erstellt worden. Ziemlich übertrieben für eine Serie, halt mit IMAX-Kamera und so. Und dann kommen die ersten zwei oder drei Episoden. Die kommen ja sogar ins Kino in IMAX. Bin ja echt mal gespannt, ob die Serie das hält, was sie verspricht. Euer Grab ruft nach euch. Ciao, Leona, rein. Und Stefan ist zurück. Willkommen zurück. Oh. Ah, da ist ich hätte Sommer. Allen Menschen dazu verhelfen können, Nephalem zu werden und ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Horadrim-Brüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit nicht akzeptieren. So, das erste hätten wir schon mal. Weiter zum zweiten. Danach noch in die Mitte. Ah. So, jetzt nochmal bitte so schnell hier. Spinnen. Okay, jetzt ist natürlich wieder die Frage, welche Abzweigung nimmt man zuerst? Ich gehe hier lang. Könnte sogar der richtige Weg sein. Wart ihr schon einmal hier? Ich bin in meinen jüngeren Jahren so im Wald als in der Westbahn gekommen. Das ist unmöglich. Black Neon, moin. Mir gefällt's. Also ich habe früher Diablo 3 und so nur auf dem PC gezockt. Also auch viel auf dem PC. Bin da auch einen hohen Rang gewesen. Und habe mir das letztes Jahr dann nochmal neu geholt für die PlayStation. Weil es im Angebot war und ich gerade sowieso so viel auf der PlayStation zocke. Und muss sagen, mir gefällt es hier auch. Also ich kenne beide Seiten und mir gefällt beides. Es spielt sich halt ein bisschen anders mit dem Controller. Also erstens, man sieht ja, dass das Menü unten ist anders mit den Knöpfen. Aber die direkte Steuerung vom Charakter mit dem Stick ist halt mal was Neues. Weil auf dem PC klickst du ja die Position an, wo er dann hingehen soll. Und hier steuere ich den halt direkt mit dem Stick und kann mit dem anderen Stick hier noch die Ausweichrollen machen. Das ist halt das Spezielle auf der Konsole. Also, wenn man auf der Konsole spielt, kommt man damit auch zurecht. Also. Und ansonsten finde ich ist, dass man kann es auf beiden Plattformen spielen. Denkt euch. Und es kostet ja jetzt auch nicht mehr so viel. Und bei der Spielzeit, die man da meistens reinsteckt in Diablo, lohnt sich das ja auch alles immer noch von dem Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich. Und es gibt ja jetzt auch alles, was auf dem PC jetzt auch läuft. Also die Seasons laufen jetzt auch auf der Konsole. Und auf der PlayStation 4 läuft es auch richtig sauber mit 60 FPS und einer schönen Auflösung.
Optisch sieht's gut aus. Wir sind uns doch alle einig, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist. Aber glaubt ihr wirklich, dass Belial und Asmodan diese Vorfälle geplant haben könnten? Nö. Im Moment stellen sie die größte Bedrohung dar. So sehr wir es versucht haben, er ist einfach nicht tot zu kriegen. Sein verfluchtes Blut hält ihn am Leben. Er blutet satt und sein Gelächter verspottet uns. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir werden seinen Kopf von seinem Körper trennen und ihn im Reich der Schatten verstecken. In euch wird stärker. Hier, Level up. Nice. So, ich baue aber auch die Kadaver-Explosion wieder um. Ich mag das mit der Blutexplosion, mag ich das lieber irgendwie. Also wenn du die PS4-Version holst, musst du auf jeden Fall wieder von vorne anfangen. Also PC-Sachen werden dann nicht übernommen. Ich war auf dem PC, was war ich da? Paragon 800 oder sowas. Und dann musste ich halt hier alles wieder neu machen. Aber es hat mich nicht so wirklich gestört. Okay, neue Skelette. Skelettmagier, Bogenschützen hatte ich. Was machen die? Singularität. Verbraucht eure gesamte Essenz, um einen mächtigen Diener zu beschwören. Jeder verbrauchte Essenzpunkt erhöht den Schaden des Dieners um 3%. Aha. Na, den will ich ja mal sehen, den mächtigen Diener. Was haben wir hier noch? Verschleichen, verschlingen. Skrupellos. Verschlingt außerdem eure Diener und stellt pro getöteten Diener 10 Essenz wieder her. Nee. Diener brauche ich noch. So. Blutiger Ernst mit der Explosionsradius von 25 Metern gefällt mir einfach besser als diese Giftleichenbombe da. Okay. Das. Haben wir der Toten, das nicht. Neues Golem haben wir auch noch nicht. Das ist die Knochenrüstung, das ist was Neues. Was? Verrenkung. Betäubt betroffene Gegner. Mhm. Knochenrüstung wäre zum Giftschaden. Nö. Danke. Brauche ich nicht. So. Gebrechen finde ich da besser. Schauen wir uns mal den mächtigen Diener an. Hier ist halt ein großer Skelettgeist, der rumfliegt. Verbraucht meine komplette Essenz, alles. Und dafür hält er aber dann nicht lange an. Muss man schnell seine Essenz wieder aufladen, damit man dann danach noch weiterkämpfen kann. Na, mal gucken, vielleicht macht er ja viel Schaden. Wenn wir gleich im Bosskampf ausprobieren. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Komm mir erstmal raus. Verfault und verrottet. Ich habe die Dauer von diesen Viechern auch schon verbessert. Echt ein bisschen. Weiß nicht, ob sich das dann lohnt. Komplette Kugelessenz wieder leer gesaugt. Und dann bleibt er nur so ein bisschen, so ganz kurz aktiv. Schaden, ja, geht halt. Andere Sachen machen auch noch genug Schaden. Ein mächtiger Diener. Ich will jetzt noch in die Mitte oben rein. Die Seasons, das sind in jeder Saison halt einen neuen Charakter erstellen, den hochspielen mit Rangliste. Dann gibt es neue Items für die Seasons, neue Set-Items und sowas, die dann da dazukommen. Und dann geht es einfach darum, schnell wieder einen neuen Charakter hochzuleveln, Herausforderungen abzuschließen. Und am Ende der Season dann eine Belohnung dafür zu kassieren. Auf mich gewesen sein. Was hätten sie sonst tun können? Töten konnten sie euch nicht. Sie waren niemals besonders fantasievoll.
Oh, da haben wir das erste Legendary für heute. Hat ja lange auf sich warten lassen. Fast 2 Stunden. Ja, nicht ganz. Ein Schwert. Oh, das kenne ich sogar von der Optik her. Gleich mal an. Ich spiele heute nicht mehr vorne. Habe ich gestern gespielt und heute gibt es keine Befehle mehr in vorne. Doch, die gab's heute, aber die mache ich morgen. Vorne kommt morgen. Ich wechsle jetzt pro Tag nicht die Spiele. Das war gestern glaube ich nicht so toll. Schwäche überkommt euch. Ich werde es wohl morgen machen. Dafür kommt dann morgen aber kein Diablo. Also. Fürchtet nicht das Ende. Mir fehlt Essenz. Wieder zurück auf die Bogenschützen gewechselt. Finde ich dann doch besser. Dies ist ein Ort der reinen Dunkelheit. Ich kann kaum atmen. Ich würde gar keine Klasse dir empfehlen, weil du weißt selber am besten, was dir gefällt. Hat jeder einen anderen Geschmack, glaube ich. Da sagt ja auch jeder was anderes. Der eine spielt das gerne, der andere das. Ihr vertraut mir nicht, das kann ich verstehen. Aber wir sind uns ähnlicher, als ihr wisst. Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nephalem zu sein. Tut euch mit mir zusammen und wir können die Welt beherrschen. Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. Stille will er haben, alles klar. So. Neue Sachen noch kurz angucken. Oh, die Stiefel sind auch nicht schlecht. Da. Ein Hand Schwert. Der Monsterjäger ist es. Legendäres Schwert. Feuerschaden, Angriffsgeschwindigkeit, 6% Schaden gegen Tiere, Leben pro getöteten Gegner, Chance bei Treffern 11% Flächenschaden zu verursachen, 68, das kriegt mein Gefährte, das Ding. Wer damit verbessert? Der gute Cormac. Felsenfeste Sonnenwände, das ist ein neues, das ist für Phylakterien oder so, ne? Sowas hatte ich noch gar nicht. Ja, Phylakterium. 115 Intelligenz. Erfahrung pro getöteten Gegner. Auch nicht schlecht. Den brauche ich nicht. Und der Begleiter. Also mein Update hier für den guten Cormac. Der kriegt den Monsterjäger in die Hand. Eine exzellente Wahl. Guten Beschwörer. Kein gutes Ritter. Hast du nie Diablo 2 gespielt? Das ist der... Einer der beliebten Charaktere von dem zweiten Teil halt. Ich habe den Körper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Konzentriert euch, Lea!
Gleich, gleich. Nur noch ein bisschen. Nur einen Moment noch. Fast. Ja. Mein Blut rauscht wieder durch meine Adern. Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Ich lebe. Gern geschehen. Und gern geschehen. Mit dem Seelenstein. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell in mein Sanktum. Ich komm gleich. Also, Black Neo, mir macht er auf jeden Fall Spaß. Ich habe jetzt ein gutes Jahr lang fast auch selber kein Diablo mehr gespielt. Wobei doch im Januar hatte ich noch mal kurz den Jubiläums-Dungeon gespielt vom Teil 1. Das war's dann aber auch. Und jetzt dann so lange gewartet, bis der Totenbeschwörer erschienen ist. Und jetzt spiele ich den mal wieder nach gut halbes Jahr. Und macht mir Spaß wieder mal. Und ich spiele das jetzt auch mit dem Totenbeschwörer extra noch mal ganz komplett von Anfang durch in der Story. So ganz, ganz gemütlich, hören wir nochmal alles an, gucken mal die ganzen Sequenzen an und sowas. Und mir gefällt der neue Charakter bisher ganz gut. Endlich kann ich mein Lebenswerk vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Wie konnte das geschehen? Die Seelen der Totenherrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Nein, gebt mir den Stein oder tragt die Konsequenzen. Nicht genug Essenz. Keine Essenz, scheiße. Ich hab meine Essenz. Bogenschützen raus. Da weg, da. Ich verlangsam. Willst du immer von mir? Kämpf gegen das Golem. So. Weg, wo ich ihn gerade vereisen wollte. Ich benötige Essenz. Ich muss mich noch gedulden. War aber recht langer Kampf. Die Schutzzauber wurden ausgelöst. Wie es scheint, sind meine Brüder endlich hier, um mich zu holen. Verdammt sollen sie... Sollen sie sein. Es ist also wahr. Die erschlagenen Fürsten der Hölle befinden sich in diesem Stein. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Kane von Soltun Kuls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kuls Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert.
The Snake, moin. Doch, geht. Also ich hab noch den Fluch hier, den hier, das hier. Wenn der drauf ist, machen die Pets noch mehr Schaden, das geht. Ich kehre in die Stadt zurück. Cool war jetzt der Erste, der jetzt einigermaßen lange überlebt hat. Ja, aber der Rest geht eigentlich nicht drauf. Der Seelenstein ist ein unzureichendes Gefäß. Möglicherweise ist er zu schwach, um Belial und Asmodan mitsamt den anderen festzuhalten. Dann werde ich ihn zerschmettern. Und die Herrscher der Höllen werden nicht mehr sein. So, mit Lea reden. Ja, noch ein, neue Waren. Seht sie euch an. Noch ein Buch vorher. Nope. Wir müssen den Kaiser erreichen. Er hat gesagt, er könnte uns zu Belial führen. Bist du sicher, dass wir diesem Kind trauen können? Wir haben keine Wahl. Aber wisset dies, wenn Belial in die Enge getrieben wird, wird er in Caldeum die Hölle auf Erden heraufbeschwören. Bevor wir ihm also gegenübertreten, müssen die Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Eisenwölfe können dabei helfen. Lasst uns mit ihnen sprechen. Machen wir das so. Den Eisenwölfen. Belial hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. Los, gehen wir. Ashara ist bereits bei der Kanalisation. Schnell! Wir werden euch schützen! Belial schlägt zurück. Wir müssen handeln. Als die Feuerbälle anfingen, vom Himmel zu fallen, haben wir angefangen, die Leute in Sicherheit zu bringen. Hier sind sie geschützt. Ich werde die anderen finden. Die Eisenwölfe werden euch bis in den Tod unterstützen. Ich hab gesehen, wie sich Leute unter den Wagen verstecken. Bringt sie in die Kanalisation! Ja, ja. Vorhin noch, die Leute hier in der Stadt haben sich noch lustig darüber gemacht, dass wir in die Kanalisation gehen. Und jetzt müssen wir sie da selber positionieren. Damit sie den Angriff überleben. Wessen Zorn haben wir uns nur zugezogen? Das willst du nicht wissen. Komm schon, komm mit. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde. Die Leute jetzt mit mir rumlaufen. Erstmal noch meine ganzen Fähigkeiten, meine Skelette, mein Golem und jetzt noch die ganzen Dorfbewohner hier. Passt auf! Haltet die Leute von diesen Feuerwellen fern! Ja, ja. Muss auch mal selber auf sich aufpassen. Nirgendwo verstecken. Mit Zorn haben wir uns nur zugezogen. Schon. Was geht hier vor sich? Okay. Was will denn der oben da? Wieso kommt der denn nicht mit? Okay, das war's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los. Der hier lebt noch. Na schon, du gehst ja auch da unten. Dein Gold haben. Ist ja super, dass man rettet die alle, damit hier in die Kanalisation gehen. Und dann lassen die aber noch Gold fallen. Als hätten wir uns bezahlen lassen dafür, dass wir sie retten. So. Corvus Noctis, moin. Ich spiele es ja auch selber gar nicht mehr so regelmäßig Diablo. Also ich habe letztes Jahr noch gespielt, dieses Jahr kaum, dieses Jahr einmal im Januar mit dem Dings Dungeon. Naja, was halt Endgame-Content? Du machst halt die ganzen Nephalem-Portale und später und so. Also du hast da echt viel zu tun, wenn du Items haben willst. Und dann gehst du halt danach eigentlich nur noch
auf Jagd, dass du deine Ausrüstungen bekommst und so. Eine Gelegenheit. In den vergangenen Jahren hat sich Kaldeum drastisch verändert, als die Adligen von Kurast geradezu über die Stadt herfielen. Kurz danach folgte ihnen ihr Kaiser Harkan der Erste und machte Kaldeum zu seinem Regierungssitz. Auch wenn seine Handlungen wagemutig erschienen, schaffte er es doch, der Stadt während seiner Regierungszeit weiterhin Frieden und Wohlstand zu bringen. Das Diablo-Paket im Store ist das komplette Spiel. Es gibt doch jetzt, glaube ich, ein neues Paket, ne? Was meinst du, Gammon? Es gibt ja jetzt noch... vorher gab es die Ultimate Evil Edition, da ist sowieso alles drin gewesen. Und jetzt gibt es noch eine neue Edition, wo der Totenbeschwörer dann noch dann mit dabei ist. Also man kriegt das Hauptspiel, dann Reaper of Souls und den Totenbeschwörer noch als einer Box. Ja, irgendwie. Und das Spiel kriegt ja auch noch, alle paar Monate kommen da auch immer noch neue Gebiete dazu. Es gab jetzt auch schon wieder, jetzt mit diesem Update, jetzt nicht nur den Totenbeschwörer, sondern auch noch zwei, drei neue Gebiete, die auch noch ins Spiel gekommen sind. Und die Seasons darf man ja nicht vergessen, ne? Die Saison immer. Wo dann auch immer wieder neue Items zugefügt werden und so. Benutze deine Macht, so wie ich es dir beigebracht habe, und reiße diese Tore ein. Trete zurück. Ich habe es noch immer nicht ganz unter Kontrolle. Die Tür ist auf. Also ich sag mal so, bei dem Preis, wie Diablo im Moment kostet, ja, selbst die Ultimate Evil Edition, das und es gibt das immer, selbst im PSN Store, oft Angebote, wo es immer mal günstig angeboten wird, und für den Preis lohnt sich das Spiel meiner Meinung nach immer. Allein schon, wenn man das mal rein von der Spielzeit betrachtet, was man so da so in Zeit verbringt, und dann den Preis nimmt, du kriegst es ja teilweise schon für 20 Euro oder so. Dann für den Preis lohnt sich das Spiel meiner Meinung nach eigentlich immer. Geht's wieder zum Palast. Irgendwie, seitdem ich Level 29 bin, jetzt in diesem Bereich, hat das Leben von den Monstern irgendwie gerade angezogen, dass der Schaden recht anders ist. Vorhin bin ich hier noch durchmarschiert, alles platt gemacht, und jetzt mit dem Level halten die alle ein bisschen mehr aus. War ich wohl wieder zu schnell unterwegs? Kniet vor den Dienern Belials. Die Illusion dieses Zauberers versperrt uns den Weg. Tötet ihn! Morisent. Vielleicht sonst mal den Essenz-Erzeuger mal wechseln. Zu einem, der vielleicht ein bisschen Flächenangriff hat, um schneller Essenz wieder aufzufüllen. Weil das Blutsaugen geht ja meistens nur gegen einen. Da sonst hier mal die Stacheln nehmen. Betäuben die Gegner für eine Sekunde. Das ist der mit Giftschaden, und das hier war Eis, ne? Bewegungsgeschwindigkeit runter machen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und das jetzt dann eher machen. Ein bisschen langsamer. Dafür treffe ich damit aber mehr Leute. Thank you.
Naja, die Sichel hat nicht so die Reichweite. Dann musst du dich dran. Ja, damit lädt sich das aber auf jeden Fall schneller auf. Schwach. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du musst. Jetzt! Es liegt jetzt an euch. Beeilt euch. Ich muss hier bleiben und mich um Lea kümmern. Den Göttern sei Dank. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Zeigt mir den Seelenstein. Steht euch der Sinn nach einem neuen Gefängnis, Belial? Wie schlau von euch. Aber wisse dies, Nephalem. Asmodan weiß von dem Stein und allem, was er beinhaltet. Selbst wenn er mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Nicht genug Essenz. Er hat sein Gesicht gezeigt. Oder noch nicht. Nicht fallen! Diese Welt ist mein! Hey Danjo und Benny, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, hau rein! So, da ist Belial, der alte Sack. Lächerlichen Illusionen von mir. Seht das wahre Gesicht des Herrschers der Hölle. Ja, ja, mach hinne. Zeig dein Gesicht. Da ist er. Nicht genug Essenz.
Ey. So. Ich mag aber diese Optik hier von der Konsole, dass sie so umgestellt haben vom Kamerawinkel her. Auf dem PC ist das ja anders. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig. So, ein Speer und einen Kopfschutz als Legendary. Was? Mehr liegt da nicht. Kommen wir doch gleich mal rein. Wieder der Speer. Zum zweiten Mal. Ja, vom Schaden her gar nicht so schlecht. Ich habe keine Waffe. Deswegen habe ich so wenig Schaden gemacht, weil ich gar keine Waffe angelegt hatte. Toller Anfängerfehler mal wieder. Das macht Sinn. Das macht Sinn, dass man plötzlich so wenig Schaden macht, wenn man keine Waffe in der Hand hat. Trotzdem, Bosskampf noch geschafft. Was ein Fehler, ey. Also von mir. Und ich wundere mich schon, warum die Gegner so viel aushalten. Ja, wenn man keine Waffe hat, dann fehlt da einiges an Schadenspunkten, ey. Was ein Idiot, denkt jetzt jeder. So. Och, nicht schon wieder die Krone. Leorix Krone. Yay, dankeschön. Naja gut, eine bessere Variante jetzt. Und wieder, das Ding wäre auch nie los. Können wir noch einen Stein reinbauen? Habe ich noch rote? Ja, komm, bauen wir schnell. So. Schnell, ja. Schließ Belials Seele in den Stein ein. Es ist ironisch, dass ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Moin Crazy und Gammon, hallo. Zurückkehren. Hey, verehrter Herr, ich habe ein paar neue Waren. Hier solltet ihr sie euch mal ansehen. Müssen wir alles verkaufen. Was ist das hier eigentlich? Ach, die Geschenke. Ja, ja. Von den Schilden könnte ich eins nochmal für meinen guten Gefährten hier raushauen. Ja, alles so. Waffe ist okay. Aber hier ein neues Schild könnte man gebrauchen. Nehmen wir das ja. So, Cormac, neues Schild. Gute Idee. Gute Idee. Das kann weg. Werten das Ding. Och. So, Tyrael, bin fertig. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment.
denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Das ist so eine neue Waffe von Totenbeschwörern. Das ist eine Einhandsense, ne? Leider nicht so prickelnd. Oh, da gab es doch jetzt ein Tagebuch. Endlich haben wir den schwarzen Seelenstein. Trotz Soltun Kuls Verrat. Ich wusste ja immer, dass man ihm nicht trauen kann. Glücklicherweise konnten wir ihn besiegen und den Stein sichern. Ich habe erfahren, dass meine Mutter heimlich die gefallenen Herrscher der Hölle an ihn gebunden hat. Ich frage mich nur, warum sie es mir nicht gesagt hat.